Und zwar geht's heute, liebe Freunde, ins Gleierstal. Und ins Gleierstal kommt man, wenn man bei Scharnitz ins Hinterautal hineinfährt bis zur Gleierhöhe. Da zweigt dann das Gleierstal ab. Da fahren wir dann von der Isar sozusagen weg hier rein. Und unsere Route, die wir heute geplant haben, die bringt uns hierher bis zur Möselalm. Und wir haben aber vor, nicht bei der Möselalm zu bleiben, sondern von dort noch einmal ein paar hundert Höhenmeter hinauf entlang des kleinen Christenbaches in diesen Talschluss zu fahren. Das ist sicher schön und ruhig. Und vielleicht sehen wir ein paar Gams. Ja, heute bin ich mal wieder mit meiner Garmin Forerunner 945 unterwegs und nutze das tolle Feature, dass diese Uhr ja Karten drauf gespeichert hat. Ich habe mir jetzt vorher über das Garmin Connect die GPX-Track auf die Uhr draufgeladen und jetzt kann ich da das Mountainbiken wählen. Und beim Mountainbiken kann ich unter Strecken die eingestellte Strecke abrufen. Und dann kann ich Strecke starten, wenn ich dort bin, oder mir das vorher auf der Karte genau anschauen. Okay. Da lädt jetzt gerade die Karte. Da sehen wir also wirklich ganz genau, wo wir uns bewegen werden. Hier zum Beispiel ist der Startpunkt unserer Reise in Scharnitz angezeigt. Das ist unabhängig von Datenverbindung beim Handy. Und dann, wenn wir dort sind, dann werden wir eben die Strecke starten. So, zack. Und dann geht es auch schon los. Gell? Da sagt es mir jetzt 13,8 Kilometer habe ich vor mir und wird mich dann auch da durchlotsen, wenn ich das möchte. Da haben wir den Anhänger und zwei Radl hinten drinnen mit der ganzen Meute, die von Asterix und Obelix ganz in Anspruch genommen ist. Und hinten drauf haben wir die drei großen Mountainbikes. Worauf freust du dich denn am meisten? Auto. Schon wieder aufs Auto fahren. Über Sola? Ja. Da sieht man die Schlucht, mit der das Gleierstal beginnt. Und man sieht auch hier, dass mein Navi mir genau zeigt, dass jetzt dann nach unten geht. Ich will jetzt an der Kreuzung ankommen. So, jetzt sind wir an der Kreuzung, wo sich der Weg ins Gleichtal vom Weg ins Hinterrautal trennt. Nach der kurzen Abfahrt ist jetzt wieder ein zweiter ordentlicher Anstieg. Das ist der da jetzt. Der ist etwas steiler als der erste, aber dafür auch relativ kurz. Und die Uhr gibt mir hier auch die Zeit, die wir schon unterwegs sind, wie viel wir noch haben und wann wir ungefähr ankommen. Alternativ kann ich die Kartenansicht wählen oder den Puls oder Überblicksanzeige mit den wichtigsten Eckdaten. Ja, da geht schon ordentlich auf. Bravo, Johnny.
So, liebe Leute, der Anstieg, der war genauso, wie es sich auf meiner Karte auf der Uhr abbildet. Und zwar sehr steil. Einfach 120 Höhenmeter, sehr steil. Aber den Johnny schon will helfen müssen. So, nach den Strapazen dieses zweiten Anstiegs sind wir jetzt schon froh, dass der Weg jetzt schön flach und mit diesem wunderschönen Panorama weiter hinein ins Gleichstall verläuft. Liebe Leute, ein Tirol, die Principesse. Dann sind wir bei der Möselalm angekommen. Höhenmeter, letzter Anstieg bis auf unsere Bergwiese noch. Dann haben wir es geschafft. Ist gut, weil die Kinder geht langsam die Kraft aus. Und eigentlich mir auch. So, wir sind am Ende unserer Kräfte, aber auch am Ziel angelangt. 2 Stunden sind vergangen, 6 km/h haben wir gemacht. Zum Schluss sind wir wirklich langsam waren. Und wir sind jetzt auf 1435 Höhenmeter. Ihr seht, dass sich mein Puls langsam wieder normalisiert. Wir haben 526 Höhenmeter gemacht. Da sieht man, wo wir sind. Mitten in der Pampa, in der Nähe vom Ziel, auf einer schönen Bergwiese. Ja. Und ich muss sagen, die Uhr habe ich heute wirklich total gut dahergebracht. Was hast du denn da gefunden? Ein Knochen. Und da unten liegt ein ganzes Skelett. Was ist das? Nein, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich wird der Gams sein. So, der Rückweg, der hat natürlich auch noch einen kleinen Anstieg für uns bereit gehabt. Vor dem Gewitter, was jetzt gerade herzieht, haben wir es dann doch noch geschafft auf ein geschmackiges Eis. Der Warner!